muss mit denen der Senderverantwortlichen nicht nicht unbedingt unbedingt übereinstimmen. übereinstimmen. Und dieses sagt doch ganz klar, dass wir uns von diesen Aussagen distanzieren. Distanzieren. So, und jetzt, da das Gespräch sich ein bisschen im Sand verfährt und wir noch 14 Minuten Zeit haben, wünsche ich noch einen Wenn man, wunderschönen Moment, wenn guten man sich davon Abend. distanziert, dann antwortet man auch nicht. Das Tschüsschen. machen wir ja auch nicht, Tschüss. ne? Wunderschönen Abend noch. Schön noch beim Kuchen essen und so. Im Kuchen. Guten Abend. Abend. Corinna, Corinna, Ja? was hältst du davon, wenn du dann mal nach 11 anrufst? Nee, da schlafe ich schon. Na, schläfst du Schlaf schon? mal. Ja? Dann schlaf weiter, okay? Tschüsschen. Das ist immer so schwer vom Begriff. Das sind immer extrem, vor allem wenn die müde Ja, sind. guten Tag, ich habe ein Problem mit Corinna und mit der Mutter, die vorhin angerufen hat. Erstens mit Corinna, wenn die nicht aus der Tüfte kommt und schlafen will, dann verpasst du eine Menge Sex und das ist schade. Mit der Mutter, so geht es ja wahrscheinlich schon ihr Leben lang. Das ist erstens nicht, ist nicht die Zielgruppe, ja? Omas oder irgendwelche Mütter von 500 Söhnen, das brauchen wir nicht als Zielgruppe. Die Zielgruppe sind 16-Jährige bis 20-Jährige. Alles andere kann sich vertiteln. Und dann Mutti, noch ein Satz, ja? Logisch gehen die Leute auf meine Worte drauf ein, weil sie wahr sind. Und soll ich dir sagen, was für einen Unterschied gibt zwischen Ost und West? Eine Menge U-Bahn-Stationen und so, wird es doch bleiben. Und wenn ich die Mauer eigenhändig wieder aufbaue, du siehst ja, die Ossis klauen nur, betteln sich durch und holen sich heute noch Begrüßungsgeld ab. So, und dann möchte ich doch meinen Rainer grüßen und dann wünsche ich euch B noch eine angenehme Sendung und ich werde mal, was ist denn das? Ich habe jetzt, welche Nummer habe ich jetzt gewählt? Ach, die da oben. Die da oben ist wichtig, ich wünsche euch was. Ich melde mal morgen. Lass die Finger von den Drogen, ja? Ja, Tony! Wo bleibt denn ja, Willi? Hallo. Willi? Achso, Willi ist nicht da. Jetzt die Mutter wieder, kriegen wir wieder einen Einlauf. Wer ist denn da bitte? Hier ist Carmen. Welche Carmen denn? Ja, ihr werdet mich wohl kaum kennen. Na, ein Glück. Du, ein Glück? Nee, das ist nicht so richtig. Ich wollte doch unbedingt, dass ein paar weibliche Wesen anrufen. Gut, Carmen, sag mal, Carmen. Wie alt bist du denn? 22. Ist schon wieder? Nee, immer noch. Naja gut, wir hatten gerade schon mal eine Corinna, die war auch 22. Was ich bin aber keine Krankenschwester. Sondern? Gut, dann kommst du ja auch leicht aus dem Moostopf so. Da kommst du leicht aus Cash auch. Aus Cash. Bisschen schneller, ja. Du sag mal, Carmen. Also, Thomas, wir müssen uns ja beeilen. Wieso? Weil ich gleich sind doch noch 5 Minuten. Weil ich gleich furzen muss. Ja, und seid mal nicht so fies zu Rainers Mutter hier, ja, ihr beiden. Ja. Wir haben alles gesagt. Wir haben nicht gesagt. Wir können gar nicht sagen. War nicht Martin. Einen richtigen Eindruck bekommen gerade eben. Ah ja, nett war der, ja. Stimmt. Eben. Der übrigens, er hat er verliert heute, oder? Ach übrigens, du fliegst gerade raus, hast du schon gemerkt? Hallo? Was bist du? China. Du, was nochmal? China. Du bist China? Du bist 4 Jahre alt. Wie alt bist denn du? 5. 5. Ich geschätzt. Und woher kommst du? China. China. Und wie heißt du? China. Gut, alles klar. Wo fährst du denn heute Abend hin? China. Ja, gut. Ja, unglaublich. Alles klar, hast du noch irgendwas zum Thema zu sagen? China, nein. Was? China, anal? Nein. Nein? Ich dachte, du willst, naja. Ja, nein. Gut, gut, das dann verfärbt sich jetzt ein bisschen. Okay. Okay. China. China, ja. China. Gut. Deine Mutter macht. China, wie alt bist du? 25. 25? Mhm. Was ist denn los? Was? Was ist denn los mit dir? Bist du gegen den Baum gerannt? Gegen den Baum gerannt? Wer bist du denn, du Vogel, Alter? Jawohl, Tina. Der kleine Spaß da nehmen? Das wirst du mal nicht wach. Oh, ist doch gut. Tina, sag mal, du hast dich gerade schon ein bisschen geoutet, wo du herkommst, glaube ich. Woher denn? Na so. Also. Könnt ihr eigentlich Leute nur fertig machen oder so? Macht ihr das auch draußen auf der Straße, wenn vor den Leuten? Ah, guck mal, da sitzt er ruhig. Ich kann das nicht mehr sagen, oder? Ja, wir haben Hey, Tina, du. Und neben dir? Ich komme aus Zehlendorf. Aus Zehlendorf? Und wer spricht da bitte jetzt? Co. Bitte? Co. 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 Ja. Co. Co. K-O, Co. Nein, C-O. C-O, Po. Ja. Wie? Po oder Co? C-O, Co. Co, mit C wie Christian. Ja. Oder ich heiße. Oder. Aha. So. Wie? Augenblick mal, du heißt so wie Co, wie von Coop oder wie? Nein, das ist mein Spitzname. Und wie heißt du wirklich? Corinna. Cornelia. Jetzt fällt uns doch wie Schuppen aus den Haaren, Mensch. Ach, Cornelia. Cornelia. Ja, Cornelia. Nein, Corinna. Gut, Camilia. Geil. Sag doch mal, woher kommst du? Hallo?
Ja, da, was sollte diese Frage eigentlich gerade eben? Was machst du denn da? Hey, hey, who's there? This is the Wookiee, ja? Haha, cool. Yo, this is Max and Alex, what's up? What's up, blood? What's up, blood? What's going down? Yeah, what's going down? What's going down? What's up? Yo, KC. What? What you doing right now? I'm walking with a six-pack of Becks on the way to the studio, man. Okay, man, hold on a second. You're not watching our show, man. No, we're just going upstairs now. We're going to be up there in like 30 seconds, man. I'll be able to see you live on the motherfucking air, yo. Okay, man. That's true, man. We are live all the time, you know that. Yeah? Sure. All right, so what's up, yo? What's up, BC, yo? Don't let people hear me out there. I see it's dark in BC, man. Yeah? It's yeah. Dark and cold, man. I know, man. I'm right here as well, man. It's cold as fuck, man. Cold as fuck. What's going down, yo? What's going down? Yo, I want to give a shout-out to H-Town, yo, just in case anyone from H-Town is watching, all right? Yeah. H-Town Negroes, cool. All right? Great. And shout-outs to Young right. and Big Sal and Boogie yeah, Man. Yeah, Big Sal, Boogie Man. Yeah. Pure G.O.D., Small Face, Pod, DJ Perez, KC. All the motherfucking KMC heads, yo. Yo, hey, KC, what about the Double Barrel song, man? The Double Barrel song. Oh, yeah, that's shit, man. That's on the download, though. That's coming out in like a month's time, man. Me and Big Sal, yeah. That shit is cool. That's a really cool song. So turn the TV on. Are you at your home, man? Huh? Are you at home now? Nah, I'm just walking into the studio, but check it out. We're going into the elevator, so maybe the signal is gonna go. Oh, I see. Okay, so what's up? Let's talk. Can we talk in like 30 seconds and shit? Yeah? Okay. Yeah, you can call me back, yeah? No, that. 30 seconds, yeah? Yeah? We call you back in 10 minutes or something. Okay. Alright, you're still gonna be on the air, yeah? Sure. Okay. Alright then. Take care, man. Casey, bye bye. Alright, yo, peace. Ciao. Aus eben da. Na, Wind. Ich wieder. Nee, halb acht. Ach, scheiße. Gibt's das erste Video? Ein Hammervideo. Ein Höllenvideo. Ein Weltvideo. Gedreht in Berlin. In Berlin. Ja. Und kommt aus Hamburg. Ja. From the private Wohnung. From the Dachstuhl. Ja. Into the 40 Grad, very hot, it was there. Aber jetzt wollen wir mal nicht Krause quatschen, sondern lassen wir mal den ersten Typen. Nee, warte, wer hat Thema hier? Sven. Sven, Mensch. Ja. Was können wir für dich tun, Sven? Hast du eine Ablage oder ein Plumpsklo? Nein, nee, wir müssen zurzeit in eine Schüssel kacken und immer aus dem Fenster schmeißen. Also wir können in eine Schüssel kacken? Wo wohnst du, im Wald, Sven, hier, oder was? Ah, in so einem Baumhaus, Mann. Im Baumhaus? Rechts im Bild. Heute, also, Leute, heute könnt ihr eine Weltzeituhr gewinnen. Aha, und wie? Das heißt, sagen wir mal, hier ist Deutschland. Ah ja. Ja? Dann ist das hier Türkei. Aber Türkei ist eine Stunde mehr, was? Stunde mehr oder weniger? Ich lande das auf alle Fälle so eine Weltzeituhr. Auf jeden Fall könnt ihr die euch gewinnen. Ihr könnt auch zwischen Deutschland und Türkei umherschalten. Das geht dann so. Zack. Jetzt läuft die Türkei. Jetzt drückst du hier. Zack. Dann läuft Deutschland. Dann könnt ihr natürlich auch beliebig umstellen von Jamaika auf England oder von Russland auf Sibirien, wie ihr wollt. Was sagst du? Wie kann ich die gewinnen? Die kann man erst später gewinnen. Aha, und wann später? Also Gewinnspiele sind immer prinzipiell erst ab halb. Aha, ja? Einschaltquoten hoch, ja. Bitte? Einschaltquoten hoch. Ja, ist okay. Guten Abend. Gut, das Ding habe ich einmal draus, wie man drückt und wann man drückt. Guten Morgen. Und zwar ist das keine Schaffe, sondern das ist eine Arbeitsamt und, würde ich mal sagen, Sozialamt-Uhr. Wer spricht denn eigentlich? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr nicht nächstes Mal den Namen anlacht. Ich sag meinen Namen, bevor ich jetzt gepöbel. Mein Name ist nicht Lelau. Jedenfalls, die Uhr nehmen immer die Kanacken mit zum Arbeitsamt und drücken links rauf, wenn sie sich eine Wartenummer ziehen. Und danach fahren sie gleich zum Sozialamt und drücken sie rechts drauf. Und zu Hause wird dann verglichen. Wer hat am längsten gesessen? So, jetzt die Meinung der Anrufer muss mit denen der Sendeverantwortlichen nicht unbedingt übereinstimmen. Ja. Ja, genau, in diesem Fall hat sie nicht übereingestimmt. Ich habe nämlich noch ein Ablageklo zu Hause. Das stimmt gar nicht. Logisch habe ich ein Ablageklo. Du hast kein Ablageklo, ich war bei dir schon oft kacken, Martin. Und ich kann genau beurteilen, dass du kein Ablageklo hast. Was ist denn sonst? Das ist ein Plumpsklo. Hat er denn gespritzt? Du, ich hätte jetzt gerade fast den Trick verraten. Also ich war noch nicht auf dem Klo von Martin, weil auf das Klo möchte ich nicht gehen. Aber das Krasse ist nämlich daran, wenn du nicht bei Martin kacken bist und danach am PC spielen willst, dann bist du richtig am Arsch. Nee, das ist